Einen wunderschönen guten Abend, meine kleinen Schmetterkröten. Und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Zurück in Eschenwell, möchte ich sagen. Und warum ich euch jetzt Schmetterkröten genannt habe, das weiß ich selber auch nicht so genau. Ich habe aber das Gefühl, das könnte in zukünftigen Anmoderationen könnten weitere dieser merkwürdigen Worte fallen. Wir sind auf jeden Fall in Eschenwell, wie gerade schon gesagt. Und zwar sind wir an der Westküste, hier beim Zoram-Strand. Und hier gibt es ein paar Quests. Und die werden wir jetzt annehmen und dann werden wir uns den Spaß mal angucken. Ja, ne? Fangen wir doch mal hier beim guten Mugglasch an. Forscher, die Peitscherin. Kinky. Die satanische Hydra, die die Meere durchstreift. Oh nein, bitte keine Meerquests. Nee, sie hat sich unseren Außenposten... Ah nee, sie hat unseren Außenposten angegriffen, völlig ohne Grund. Und dabei alles verheert, was auf ihrem Weg lag. Aber ich bin bereit. Ich bin bereit, die Hydra zu besiegen und den Angriffen auf Zoram-Gar ein Ende zu setzen. Er ist bereit, aber wir müssen es machen. Okay, die Naga verehren diese tückische Natur. Die tückische Natur dieser Bestie mit einer Kohlenpfanne. Beschützt Mugglasch, wenn er zu der Kohlenpfanne reist. Helft ihm, indem ihr... Oh. Okay, das heißt, das ist eine Begleitquest. Die nehmen wir gleich an. Wir holen uns erstmal die anderen. Hart auf hart. Ein Distelfell... Die Distelfell-Fuhrbox... Wieso habe ich denn heute so Probleme beim Vorlesen? Was ist denn los? Bedrohen durch unsere Expansion. Das Lager der Distelfälle östlich von uns blockiert den Weg zwischen uns hier und dem Splintertree-Posten. Oh Gott, ich hab... Oh ja, noch aufstoßen. Ein Problem jagt das nächste. Dieser Weg würde das Dorf Astranar umgehen. Ohne ihn überlassen wir der Allianz eine zusätzliche Möglichkeit der Ausbreitung. Verstehe. Verstehe, verstehe. Und dann müssen wir den Weg einmal säubern. Das sollten wir hinkriegen. Mitsuwa, wie kann ich dir helfen? Ein Treuglücksbringer. Meine Leute waren mit vielen hochheiligen Treuglücksbringern im Gepäck unterwegs, aber dann wurden sie von Distelfell-Fuhrbeugs. Sehr schön. Zwei Quests am gleichen Ort, das mag ich ja. Ich vermisse meine getöteten Brüder und Schwestern, aber wir werden uns im Jenseits wiedersehen. Die Treuglücksbringer haben in dieser Welt jedoch hohen Wert. Ja, die holen wir wieder. Das ist doch klar. Da fällt mir aber auch gerade ein, wenn es ja ein Jenseits gibt. Und es gibt ein Add-on, das sich natürlich darum dreht. Wie spielen denn da die ganzen Geistheiler eigentlich mit? Ich meine, wenn wir hier sterben, warum sind wir dann nicht im Jenseits? Wieso können wir zu unserer Leiche und uns wiederbeleben? Ich weiß tatsächlich nicht, ob das einen Lore-Grund hat. Naja, die Essenz von Akumai. Im Eingangsbereich des Tunnels der Black Fathom-Tiefe... Black Fathom-Tiefe... findet man überall an den Höhlenwänden große Saphir-Ansammlungen. Kürzlich ist aufgefallen, dass die Naga diese Kristalle abbauen. Okay. Wir wissen noch nicht, wofür diese Kristalle abgebaut werden, aber da die das machen, ist das offensichtlich interessant. Das heißt, wir sichern 20 dieser Saphire und inmitten der Ruinen, die Twilight Hammer sind in die Mondscheinruine der Black Fathom... Mein Gott, das ist aber auch ein Black Fathom tiefer eingezogen. Gute Güte. Ihre Gegenwart kann nur dazu dienen, die Elemente gegen uns aufzubringen. Wenn dem kein Einhalt geboten wird, gehört ihnen diese Region bald ganz und gar. Das geht natürlich nicht. Geht nach Black Fathom und findet den Fathom Stein der Ruinen. Mein Gott. Mehr TH und Pff Sounds und es dürfte irgendwo in deren Nähe im Wasser liegen. Darin ein Gerät, das, wenn man es richtig abliest, eine Aufstellung über alle Aktivitäten von Elementaren liefert. Ja gut, das wollen wir natürlich sichern. Dann holen wir uns jetzt hier die Begleitquest. Das wird wahrscheinlich alles ein bisschen länger dauern, aber... Was soll der Geiz? Gut, Mugglasch. Tritt in die Pedale. Das wird ein harter Kampf. Ja, ich befürchte es. Bis wohin muss der denn? Ach, du grüne Neune. Bist da oben an den obersten Zipfel. Boah. Das dauert ja ewig. Aber hier sieht man ganz schön, der hat ja auch, also natürlich ein bisschen fancier Schultern als wir. Aber in so einer Stoffkluft, da wirkt das einfach nochmal ganz anders. So, aber wir müssen hier den Weg einmal bereiten.
Habe ich gerade direkt den Arkanschuss hinterhergehauen? Wie kam es denn dazu? Dachte, ich probiere nämlich mal hier meinen gezielten Schuss aus, was Ewigkeiten gedauert hat. Naja, wird schon stimmen, ne? Piu! Das ist zu weit entfernt. Ach nee, ach, der teilt sich eine Abklingzeit mit dem Arkanschuss. Das ist ja interesting. Aber okay. Muglash hier, ich hätte ganz kurz ein Problemchen. Würdest du kurz warten? Nee, ne? Er ist in Eile. Aber ist ja auch mal ganz schön. Ach, das geht ja eigentlich. Sah auf der Karte schlimmer aus. Zum Glück sind die Gegner hier so niedrig im Level. Das macht das Ganze deutlich angenehmer. Aber immer gespannt, wofür ist denn... Oh, ich glaube, wir haben hier schon Dungeon Quests angenommen. Das müssen wir nachher uns nochmal angucken. Aber das passt alles. Ja, die Quests sind auch alle. Das ist ein gutes Level. Und da ist die Kohlepfanne. Jau. Hey, wieso komme ich da nicht hoch? Hey, was ist das denn für eine Frechheit? Was? Mein Gott. Muglash, der alte Bergsteiger. Okay. Das ist die Kohlenpfanne. Löscht sie. Forscher ist eine Bestie, die von niemandem Lob verdient. Dann wollen wir mal schauen. Oh, die Musik hier ist echt ein bisschen spooky. Oh. 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 Es ist Action. Ist aber richtig Action. Aber wie gesagt, zum Glück ist das Level so niedrig. Oh, das macht das Questen so angenehm. Ehrlich. Also für die Gegner kriegen wir halt keine Erfahrungspunkte, aber mein Gott. Für die Quest kriegen wir Erfahrungspunkte. Das war's? Wo ist denn ein Forscher? Vielleicht können wir uns einen Moment lang ausruhen. Junge, du sitzt... Er sitzt einfach in der Kohlenpfanne. So, nochmal mehr von dem ganzen Nagervolk. Hey, 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 hier nicht Pumpe einfach. Einschläfern, das ist nicht okay. Wieso hält nicht so... Wurde die geheilt? Die war doch eben noch... Ich hätte doch eben noch weniger HP. Naga sind auch echt eine super interessante Kultur, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob die in WoW schon mal... ein großes Thema gespielt haben in Sachen. Oh, da ist der Captain. Halt nicht, dass sie das einzige oder das große Thema in Expansion waren, aber dass sie wenigstens mal, dass so ein bisschen erwähnt wurde, wer die sind, was die machen, weil ich weiß auf jeden Fall, dass sie in Burning Crusade eine Rolle spielen. Mit Illidan zusammen, aber da kommen wir ja noch hin. Und die tauchen halt immer mal wieder auf. Die sind 100 pro irgendwo eine super relevante Rasse. Vielleicht gibt es hier irgendwann mal eine spielbare Rasse. Finde ich mega cool. Okay, das war's schon. Das war ja relativ unspektakulär, ne? Ah, warte mal, da ist noch eine Quest, die ich nicht angenommen habe. Okay, er chillt hier noch ein bisschen. Dann gehen wir mal kurz zurück. Da habe ich offensichtlich eine Quest übersehen. Wahrscheinlich, weil die Quest niedrigstufig ist. Also sie ist halt grau. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Quest dann keine Erfahrungspunkte gibt. Grau bedeutet halt normalerweise, dass es keine Erfahrungspunkte gibt. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass eine Quest immer Erfahrung gibt. Naja, wir machen ja sowieso alles. Von daher... Wird die so oder so angenommen. Wo sind die hier oben? Ah ja. Wie geht's?
Ah, guck mal, die Nager am Zoo am Strand. Entlang der Küste hier laut das Böse. Ja, das hab ich schon kennengelernt. Es ist die Ruhestätte der untergegangensten Stadt Zoo. Der untergegangensten Stadt, finde ich sehr schön. Also, es gibt Leute, die wohnen in Atlantis, aber Zoram ist am untergegangensten. Ne? Da muss man schon unterscheiden. Ach, herrlich. Die vor langer Zeit zerstört wurde und im Meer versank. Sie war verloren und fast vergessen. Jetzt allerdings sind die Naga zurückgekehrt, aber warum, wissen wir nicht. Die Gründe sind jedoch auch nicht weiter wichtig. Wir müssen das Land verteidigen, um das wir hier so hart gekämpft haben. Okay. Die Naga sind ein Problem. Und wir sind ein Problemlöser. Kümmern wir uns drum. Hier gibt es den Ring. Das ist für die Forscherquest. Oh. Wir müssen mal verkaufen. Wo können wir denn? Gibt es hier... ah ja, guck mal hier. Ein Fischhändler. Ja, komm hier alles... schwere Rüstungsschultern. Das kann eigentlich alles weg. Weg. Doppel weg. Auf jeden Fall weg, weg, weg. Ja, nö, nö. Sowieso nicht. Den Heiltrank behalte ich mal noch. Was haben wir hier unten noch alles? Ist auch so viel Kram, ne? Ich habe das Gefühl, ein Großteil der Sachen sind für Quests, die ich längst hätte abgeben müssen. Aber aus irgendeinem Grund... fliegt das hier noch rum? Naja, so ist es jetzt. Kann ich hier reparieren? Nö. Dann her mit dem Ring. Stark. Okay. Ja, dann denke ich, ist relativ einfach. Wir werden uns jetzt mal um die Naga kümmern. Ah, okay, da oben ist Black Fathom. Das ist eine Instanz, über die ich echt relativ wenig weiß. Ich weiß, dass es sie gibt. Ich habe sie auch auf jeden Fall mal gespielt, aber... das ist lange, lange her. Aber gut, dann ist unser nächster Job erstmal ein Naga auseinandernehmen. Und das ist doch... das klingt doch nach einer wunderbaren Tätigkeit. In der Zwischenzeit werde ich einen klitzekleinen Rant ablassen. Einen Rant, der, glaube ich... es ist schon sehr boomerhaft, aber es geht um Folgendes. Ich zocke in letzter Zeit wieder ganz gerne League of Legends. Und es gibt einen deutschen League-Gamer, der auch so Coaching-Videos macht, und ich gucke mir das einfach ganz gerne an, so ein bisschen, aha, so. Ich lerne halt ganz gerne. Ich bin super scheiße in League, aber ich bin trotzdem wissbegierig. Auf jeden Fall hatte der einen Typen bei sich im Coaching, der wirklich hinter jede einzelne Aussage das Wort Digger gepackt hat. Es war ungelogen. Jeder Satz, Digga. Wirklich jeder Satz, Digga. Der hat immer mit Digga geendet, Digga. Und es waren dann auch immer so bruchstückhafte Sätze. Also so ein, was wäre ein gutes Beispiel? Wenn du halt die ganze Zeit nur mit so einem, ist so, voll, Alter, klar. So, das kannst du ja mal machen, ist ja gar kein Thema, mach ich doch auch. Wir sind alle kurz angebunden. Du kannst nicht jeden Satz ausführen wie eine Romanbeschreibung. Aber jeder Satz so ein bruchstückhaftes Restmüllkonzept von einem vernünftigen Satz und dann dieses Digger am Ende, das war so unangenehm, dazu zu hören. Es ist also, der Typ wahrscheinlich ein 262, alter Schwede, sind wir eine Damage-Maschine. Also der Typ ist wahrscheinlich ein echt lieber Kerl und mit dem kannst du auch gut ein Bierchen trinken. Oder eine Fanta, je nachdem. Aber das war... also da bin ich echt... muss ich wirklich sagen, da tue ich mich sehr schwer mit. Und sowieso frage ich mich... gerade, das ist nochmal ein kleiner Exkurs zu den Jugendwörtern. Wer benutzt die Jugendwörter? Ich habe eine Schwester, die deutlich, deutlich, deutlich jünger ist als ich. Und das ist so meine Verbindung in die hippe, jugendliche Welt. Ne, so ein bisschen, was machen die Kids von heute? Stellt euch das Meme vor, mit dem Skateboard auf dem Rücken. Hey, fellow kids! Und auf jeden Fall war ich dann irgendwie neugierig. Ich habe sie so gefragt, so sind wir irgendwie auf die Jugendwörter gekommen. Die nutzen nicht eines dieser Wörter.
Nichts davon. Niemand sagt Sass. Niemand sagt, was ist denn da noch? Niemand sagt Gomme-Mode. Es ist, ich frage mich wirklich, wo das alles herkommt. Und wer das tatsächlich aktiv benutzt. Und es ernst meint. Spaßig nutzen wir das doch alle immer. Immer, wenn mal wieder die neuen Jugendwortwahlen vor der Tür stehen, werfen wir inflationär mit all diesen Begriffen um uns. Es gibt anscheinend niemanden, der das... Also ein paar Vereinzelte vielleicht. Aber da bin ich auf jeden Fall... So, ich finde, Sprache entwickelt sich. Das ist halt einfach so. Und ich finde halt auch, gerade die deutsche Sprache ist sehr schön wandelbar. Kannst du wunderbare Sachen mitmachen. Aber weiß ich nicht. Manche Sachen sind auch einfach ein bisschen anstrengend. Das ist dann so ein... Da will man dann einfach nicht mehr zuhören. Es ist dann... Ja, man will nicht mehr zuhören. Das ist, besser kann ich es nicht formulieren. Dazu ganz kurz. Das war meine letzte Erfahrung mit einer schrecklichen Verstümmelung des deutschen Satzbaus. Und es klingt jetzt schon wieder so, als wäre ich so ein Grammar-Nazi, der dann da immer auf alles achtet und irgendwie... Nee, wirklich nicht. Also wenn ich mit Freunden mich unterhalte, ist das auch... Da schauen mich halt auch die älteren Generationen, was ist hier los? Aber halt einfach ein bisschen. Na, das ist wie, man muss sich das vorstellen, wie eine Suppe. Sprechen ist wie eine Suppe und die musst du gut würzen. Aber du darfst sie halt nicht überwürzen. Ne, du kannst da jetzt nicht ein Kilo Salz reinwerfen in die Sprachsuppe. Das funktioniert nicht. Das muss gut abgestimmt, eine Prise hier und da sein. Ein paar andere Gewürze noch, die das Ganze interessanter machen. Und dann ist auch gut. Dann hast du eine fantastische Suppe, die natürlich den Älteren nicht mehr schmeckt, weil sie zu intensiv gewürzt ist. Aber an sich ist das einfach nur eine gute Suppe. Das ist doch alles, was ich sagen will. Meine Güte. Wo packen wir eigentlich diese 20 Köpfe hin? Das würde mich ja mal sehr interessieren. Das ist einfach ein 20er-Stack. Ja, gut. Vielleicht ist so ein Nagerkopf gar nicht so groß, wie das aussieht. Er ist ja noch auf einem guten Weg. Ach, sind da... Ach nee, hier ist das mit den Saphiren. Wo sind denn die Furbolgs? Ach, hier unten. Okay. Das natürlich... Da laufen wir später hin. Alter, das sind ja richtig große Ruinen hier. Ich glaube halt, wie gesagt, dass die Black Fathom Depths... Nee, doch, irgendwie sowas. Ich glaube, das ist auch so eine Unterwasserruine. Ich glaube, man geht da so einen kleinen... Wie einen Turm nach unten. Wie nennt man das denn? Gibt es ein Wort für? Fällt mir aber gerade nicht ein. Auf jeden Fall marschiert man da, glaube ich, unter die Wasseroberfläche in so eine Höhle. Ja, guck mal, da vorne ist doch schon der Versammlungsstein. Mal kurz einen Blick reinwagen. Frage ist, wo der Eingang ist. Wenn da der Stein ist. Naja, aber wie gesagt, Instanzen sind ja leider noch für uns raus. Ich bin mir auch noch völlig unsicher, wie ich das tatsächlich mache. So ein paar kann ich hier natürlich in Classic machen, wenn ich... Ja, am besten mal, wenn ich Max-Level bin. So, dann laufen wir die alten Instanzen ab. Ja, genau hier, das meine ich. Da so ein... Und dann läuft man hier runter. Da, die Black Fathom-Tiefe. Und dann geht's da unten in die Instanz. Machen wir jetzt gerade aber nicht. Und genau, wegen den Instanzen. Da ist aber halt irgendwann Schluss. Ich kann das noch gar nicht so richtig abschätzen, wie... Ach doch, warte mal, doch, wir müssen unten in die Höhle für den anderen Kram. Ja, okay, wir gehen doch runter. Naja, zurück zu den Dungeons. Also wir können halt bis Level 60, das ist WoW Classic. Und ich weiß nicht, wie das mit den Instanzen aussieht. Moment, ich muss kurz hier rein. Wie das mit den Instanzen aussieht mit dem Level. Ich würde sagen, bis Level 40 auf jeden Fall.
Ach scheiße, hier sind auch schon wieder alles Elite. Oh, Lego Mio, sonst nicht wo. Das ist Kacke. Die Essenz von Akumai. Müssen wir denn dafür in die... Ja, tatsächlich, ist eine Dungeon Quest. Ja, okay. Wisst ihr was? Dann brechen wir das hier ab. Dungeon Quests, also das ist halt gerade auf jeden Fall noch zu viel. Aber wie gesagt, wir schauen das dann einfach mal, wenn wir Max-Level sind. Dann gehen wir auf jeden Fall mal die super Low-Level-Instanzen ab. Und dann schauen wir einfach, wie weit hoch das geht. Und je nachdem gibt es dann zwei Lösungen. Dass wir einfach dann in der Retail-Version in die Dungeons gehen. Ich weiß aber nicht, ob da mit Cataclysm an allen Instanzen was gemacht wurde. Na, wenn jetzt beispielsweise hier die Black Fathom-Tiefe, wenn das jetzt eine Level 50-Instanz wäre, dann wird das mit Level 60 wahrscheinlich schon knackig. Und wenn wir dann in Retail reingehen, kann es aber sein, dass die Instanz verändert ist. Und wir möchten das ja chronologisch abarbeiten. Das heißt, die andere Option wäre, über einen Classic-Privatserver die Instanzen abzugrasen, um die einfach mal zu sehen. Und uns auf dem Privatserver einfach, da gibt ja die verrücktesten Privatserver, mit allerlei Schnickschnack, wo wir dann da gut durchkommen. Aber das ist ein Problem für den Zukunfts-Julian, da kann der sich Gedanken drum machen. Ich bin hier nur, um Naga zu töten. Ich habe hier eine ganz klare Mission. Da sind die Satyrhörner. Ach, guck mal, da können wir auch... Oh, ja, Ursongs Tatze. Ja, ja, sehr schön. So, wir gehen jetzt erstmal beim Zurumgar Außenposten die Köppe ab. Damit den Quests fertig. Und dann gucken wir mal. Ach, Gottchen. Dann gucken wir mal, ob wir uns... Wahrscheinlich als nächstes um die Furbolgs kümmern, ne? Was, Pumba? Warum? Okay, ich hinterfrag das nicht. Eiskalt und glasklar ist Pumbas reine Seele. Ist das immer noch die Werbung für Gorbatschow? Ich habe so viele Millionen Jahre kein Fernsehen mehr geguckt. Keine Ahnung. Was den Werbestand angeht, bin ich irgendwo in den 90ern hängen geblieben. So. Quest erledigt. Ja, seht ihr, das gab Erfahrungspunkte. Nicht viele, aber es gab Erfahrungspunkte. Okay. Dann heißt es jetzt zu den Furbolgs. Das war ja ein relativ kurzes Vergnügen. Aber na gut. Ich meine, der Hauptkram passiert halt auch hier beim Splinter Tree Posten. Aber... Ja, da werden wir demnächst wahrscheinlich auch nochmal rübergehen. Ich meine, wir sind jetzt schon Level 27. Das sieht ja eigentlich... Talon? Who the fuck? Wir könnten ihn töten. Wir wären 10 Minuten lang für PvP markiert. Hm. Ja. Ja. Er tut's. Eieiei. Ich mag so PvP-Gedöns eigentlich gar nicht. Was? RM Zivilist? So, wie lange sind wir jetzt? Ein stolzes Mitglied der Horde steht Mitgliedern der Allianz feindlich gegenüber. Ich meine, das ist jetzt... Genau, wir haben PvP deaktiviert, aber dadurch, dass wir halt gerade aktiv gegen einen Fraktions-NPC gekämpft haben, haben wir uns halt automatisch für PvP gefleckt. Ich glaube, das ist nach 10 Minuten, ist das automatisch weg und in diesen 10 Minuten kann uns jetzt jeder Allianzler, egal welches Level, er kann uns jetzt hier einfach wegmähen. Ohne Wenn und Aber, ohne Vorher, ohne Vorwarnung. Aber ich behaupte mal... Das uns jetzt hier nicht. Wobei, bei meinem Glück kommt uns genau jetzt ein Level 60 Ali entgegen. Das würde mich nicht wundern. Ich kann nur, oh Gott, kann nur hoffen, dass wenn er uns tötet, dass er sich mit einem Mal zufrieden gibt. Nicht, dass der uns irgendwie abkämmt. Das wäre, oh nee.
Das wäre schrecklich. Talon stirbt. Ruchloser Mord. Ja, also das kann man jetzt sehen, wie man will. Ruchloser Mord. Also der hat schon äußerst provokant rübergeguckt. Und ich glaube, ich habe auch... Ich glaube, ich habe auch so eine Geste gesehen, die so... Komm doch. Also ist jetzt... Ist jetzt nicht ganz unschuldig, der gute Talon. Außerdem erinnert mich Talon an Talon. aus League of Legends. Und das ist Grund genug, dass ich ihn umbringe. Wie kommen wir zu den Furbolgs? Da ist ja ein riesen Gebirgszug. Aber irgendwie gedacht, es geht runter. Oh. Oh. Ah, oh. Was wird denn hier alles gezaubert? Was geht hier ab? Wichteldiener? The fuck? Ja, okay. Haben wir aber nichts mit am Hut. Ach. Ach, so eine Kackapipi. Ah, mein Gott. Wie kommen wir denn da jetzt? Oh, muss ich jetzt wirklich die ganze Kurve laufen? Das ist ja super anstrengend. Vor allem habe ich ein bisschen Angst, dass der Außenposten hier vorne möglicherweise ein Allianzposten ist. War das so? Wir sind letzte Folge immer dran vorbeigelatscht. Wenn ja, sind wir gerade mitten im Allianzgebiet. Das sieht nicht gut aus. Ja, Schildwache. Ja, wunderbar. Das ist... Aber sie ist ja neutral. Ja, wird schon schief gehen. Das passt. Das passt. Bin mal sehr gespannt, wie das nächste... Also es ist natürlich ein bisschen sehr in die Zukunft gedacht, aber ich bin trotzdem immer sehr gespannt, wie das nächste WoW-Addon aussieht. Ich hatte jetzt mit Dragonflight, also momentan zocke ich es gar nicht mehr, aber ich hatte echt viel Spaß mit Dragonflight. Und würde sogar sagen, dass es das beste Add-on für mich ist seit... Puh. Seit Legion, glaube ich. Was war denn nach Legion nochmal? Ich habe komplett den Überblick verloren. Aber ich habe es auf jeden Fall sehr gerne gespielt, das Add-on. Aber irgendwann ist halt auch einfach die Luft raus. Ich kann da nicht mehr so viel Zeit rein investieren. Vor allem finde ich auch immer, wenn du halt nicht mehr die Ambition hast, dass du alles in Heroisch und in Mythic legst, da gehst du halt einfach in den Raid, um den Raid gesehen zu haben, machst es auf Normal und jeder, wirklich jeder, kann einen WoW-Raid auf Normal durchziehen. Und dann ist halt aber nicht mehr dieser Anreiz da, das jetzt noch auf Heroic und Mythic irgendwie zu schaffen. Das ist halt... Das war früher so. Das ist schon lange nicht mehr so. Und wenn du das halt nicht machst, dann ist das Add-on halt relativ schnell durchgespielt. Ich bin jetzt auch kein großer M-Plus-Gänger. Also es macht Spaß, aber jetzt wirklich jeden Tag da. Ich finde, dafür rotieren meiner Meinung nach die Instanzen. Also jetzt kam irgendwann ja vor einem Monat die Season 2 für die M-Plus Dungeons. Und sorry, wie lange geht denn eine Season für Dungeons? Da läufst du gefühlt ein halbes Jahr die gleichen 6 Dungeons. Nee, danke. Nee, danke. Da bin ich raus. Ach stimmt, und wir sammeln ja jetzt hier auch wieder die Seiten. Das ist sehr gut. Kann man die Quest nämlich auch demnächst mal fertigstellen. Sind hier mal wieder ein paar Slots ready. Sehr, sehr gut. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Och nö, der heilt sich. Das ist halt wirklich... Ist auch so eine richtig schöne Gamer-Doppelmoral, ne? Im Bosskampf selber mal schön 10 Heiltränke wegschnabulieren. Aber wehe, der Gegner heilt sich auch nur ein einziges Mal. Das ist dann feige. Kann halt nicht jeder einen No-Hit-Run machen. Was ich übrigens völlig absurd finde. Hat nicht sogar jetzt schon jemand den... Ist Elden Ring schon mit drin in den... Wie heißt denn der? God-Run? Wo man Dark Souls 1, 2, 3... Bloodborne, Sekiro... Ja. Die 5 Spiele... durchspielt. Ohne getroffen zu werden. Jawohl, ihr hört richtig.
Das ist halt wirklich völlig insane. Und ich frage, ja, wahrscheinlich wird schon irgendjemand da einen Run haben, wo Elden Ring mit drin ist. Das ist halt wirklich. Oh, und jetzt habe ich voll Bock auf diese Games. Ich glaube, ich gucke mir jetzt nachher noch einen schönen Speedrun an. Finde ich immer sehr beeindruckend. Ich habe schon selber. Ganz oft überlegt, ob ich einen. Das mal lerne. So ein Dark Souls Speedrun. Ich finde den Gedanken halt so geil, dass du einfach sagen kannst. Wenn du bist so mit Freunden verabredet und guckst auf die Uhr. Oh, in 2 Stunden muss ich los. Ja. Zocke ich noch kurz 2x Dark Souls durch oder so. Und dann mache ich mich mal langsam fertig. Finde ich einfach. Find die Idee einfach super nice. Aber ich glaube, ich habe da nicht die Disziplin für immer und immer wieder die gleichen Abschnitte zu spielen, um das halt so routiniert und perfektioniert durchzuziehen. Weil das ist ja schon. Da gibt es ja wirklich Runs. Oh Leute, das ist. Gibt da auch einen Run, meine ich, wo er die Gegner nicht einfach so angreifen darf, sondern er muss sich um 720 Grad drehen, dann den Schlag des Gegners parieren und halt dann den Konterangriff durchführen. So darf er Gegnern Schaden zufügen. Ansonsten nicht. Und es ist. Oh Leute, da gibt es wirklich so verrückte Sachen. Oder Bosskämpfe, wo du auch nur mit Parade das alles machen darfst. 720 Grad, parieren, angreifen. Dann musst du ein Kleidungsstück ausziehen, eine Geste machen. Repeat. Ja. Wenn das Spiel nicht schwer genug ist, dann machst du es dir einfach noch ein bisschen schwerer. Die Leute echt. Wie kann ich dieses unglaublich herausfordernde Spiel noch ein bisschen schwieriger machen? Let me think. Hat jemand Dark Souls schon mit den Füßen durchgespielt? 100 Pro, ne? Das ist halt wirklich was. Ich guck das jetzt gleich nach. Ich werde mir jetzt gleich nach dieser Aufnahme, also jetzt in wenigen Augenblicken, werde ich mir mal anschauen. Die verrücktesten Dark Souls Speedruns. Da bin ich sehr gespannt, was es da alles an Sachen gibt. Oh. Der Bär. Ich hätte auch Bock auf einen Kampfbären, muss ich sagen. Aber wir können uns ja nicht einfach von Pumba trennen. Pumba begleitet uns jetzt echt schon lange. Seit Durota, Leute, seit den frühen Level 12, 13, so um den Dreh. Also in Leveln unser halbes Leben sozusagen. Den können wir nicht einfach durch einen Bären austauschen. Auch wenn ein Kampfbär sehr, sehr cool ist. Ja gut, aber ich habe mir gerade schon angedeutet, dass die Aufnahme sich dem Ende neigt. Und ich würde sagen, dass wir das dann auch einfach mal so machen, denn wir sind im Fuhrbold-Gebiet. Und die werden wir uns dann nächste Folge vornehmen. Wir müssen dann hier. Ach ja, da sind noch die Trollglücksbringer. Genau, das besorgen wir uns alles nächste Folge. Und dann, ja, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube übrigens, dass ich Strayblade, ich kann es noch nicht versprechen, aber hab einen Haar im Mund. Es gab einen Patch. Kann sein, dass der Bug behoben ist. Muss ich aber mal schauen. Das war auf jeden Fall eine weitere Folge WoW. Und wir sehen uns wahrscheinlich bei der nächsten Folge hoffentlich, ne? Du, ich. Hier, das ist doch was Besonderes, oder? Also, gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.